Millionen, also 1,2 Millionen, also eine Million, also ich habe über eine Million Tickets mir freigespielt. 125.000 in Corn Doggo. Hey Leute, ich bin's, der Claudio, und ihr seid hier auf meinem Kanal. Freunde, yep, ihr lest richtig. Claudio hat es mal wieder getan. Ich muss euch jetzt schon sagen, Freunde, seid nicht so viel am PC. Ich mache das Ganze nebenberuflich. Das heißt, also ich mache es nicht als Vollzeitberuf, aber ich mache es nebenberuflich. Das heißt, ich verdiene noch irgendwo ein bisschen Geld. Ich habe gegrindet. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, weil dieses Bullenreiten gibt es ja jede 9 Minuten. Und das andere Spiel ist ja, wo ist es denn, da drüben irgendwo? Das andere Spiel gibt es ja, glaube ich, jede 19 Minuten. Das heißt, rechnet mal aus. Ich glaube, man kann in beiden Spielen so ungefähr 3600, also hier kann man, glaube ich, 3600 gewinnen. Bei dem anderen kann man, glaube ich, auch 3600 oder irgendwie 3200 oder so gewinnen. Bin mir gerade unsicher. Also beim Bullenreiten kann man irgendwie 3200 gewinnen. Bei dem anderen kann man 3600 gewinnen. Wenn man dann alles schafft. Rechnet mal aus, wie viel ich gespielt haben muss bei beiden, um auf 1264 Millionen, also 1,2 Millionen, also eine Million, also ich habe über eine Million Tickets mir freigespielt. Das ist kein Clickbait, das ist richtig, das ist die Wahrheit. Ich habe mir auch dafür extra einen neuen Account erstellt, weil ich einfach gucken wollte, Claudio, wie viel kannst du erspielen mit, also wie viel kannst du dir erspielen? Und ihr seht's. 1,2 Millionen Tickets. Ich weiß, viele von euch werden sagen, ey Claudio, du hast kein Leben. Aber ich sag mal so, Freunde, ich hatte, muss ich sagen, auch jetzt gute Zeit gehabt die letzten Wochen. Also ich hatte einfach viel Zeit, bin ich ehrlich zu euch. Deswegen habe ich jetzt einfach, ja, so viel gespielt und habe mir das alles freigespielt. Und wir kommen auch zu dem Video. Ich habe eigentlich vorgehabt, ey, ich werde ganz viele Aufnahmen machen und dann die am Ende des Videos ablaufen lassen. Aber ganz ehrlich, das Video wird dann, glaube ich, zu lang. Und das interessiert euch ja nicht, wie oft hier oder wie oft ich jetzt Bullenreiten gespielt habe und das andere Spiel. Wenn euch das mal interessiert und ich das vielleicht als langes Video trotzdem mal zusammenschneiden soll, weil das würden auf jeden Fall mehrere Stunden werden. Also es würden dann 5, 6, 7, 8 Stunden also runtergeschnitten sein. Versteht ihr? Runter und schnell geschnitten würden es wahrscheinlich so viele Stunden sein, weil am Tag müsst ihr ja diese 5, 6 Stunden überhaupt machen, um überhaupt auf diese Zahl zu kommen. Jetzt habe ich ein bisschen gespoilert. Schreibt mal in die Kommentare, wie viel ich gespielt haben muss. So, ich würde sagen, wir kommen aber jetzt zum Video. Und zwar kaufe ich mir alles auf dem Markt für die Tickets. Alles einmal, was es bis jetzt gibt. Und dann bin ich mal gespannt, auf wie viel ich am Ende runterkommen werde. Also was alles für Tickets gibt. Ihr habt am Anfang ja die Summe gesehen. So. Wir kaufen jetzt nochmal eine schicke Accessoire. Dann kaufen wir uns nochmal das hier, was ganz schick ist. Dann kaufen wir uns nochmal das hier, was ganz schick ist. Ja, dann kaufen wir uns nochmal hier die, was ist das? Brezel-Augenklappe, finde ich aber auch schick. GPS-Bänden, so. Ja, ja. Dann haben wir hier Glücksrad-Frisbee für 800 Tickets. Kazoo, ein Kazoo für, ja, Schlägerball. Oh, das ist ein Spielzeug. Ne, wie cool ist das denn? Das kenne ich ja gar nicht. Das holen wir uns auch neu. So, jetzt kommt in 2 Tagen. Dann kommt das hier in, auch in 2 Tagen wahrscheinlich. Das müsste aber auch dann die letzten Sachen sein. So. Dann gibt es hier für 23.000 noch so einen Kinderwagen. Dann gibt es hier das. Das habe ich zwar schon, aber ich kaufe mir das Ganze nochmal auf den Account. So, dann das nochmal. Dann das nochmal. Dann hier das. Ah, das muss man mit Robux kaufen. Okay. 125.000 in Corn Doggo. Das ist das teuerste von allem. Von allem, ja. Ja, und ich glaube, nee, das war's noch nicht. Da kann ich mir noch das kaufen. Das habe ich zwar auch schon alles, aber wir kaufen es uns nochmal. So. Das kaufen wir uns auch nochmal. Ist in meinem Inventar. Das kaufen wir uns auch nochmal. Ist in meinem Inventar. Das kaufen wir uns auch nochmal. Das ist in meinem Inventar. Das kaufen wir uns auch nochmal, das ist in meinem Inventar. Und das kaufen wir uns auch nochmal und das ist auch in meinem Inventar. Aber es gab doch eigentlich noch mehr, oder irre ich mich gerade? So, ich habe jetzt offiziell alles vom, ja, Jahrmarkt, Zirkus, was auch immer das ist, habe ich mir alles gekauft. Habe ich mir alles gekauft. Ich habe jetzt alles, was es bis jetzt gibt, gekauft. Und wie viele Tickets habe ich jetzt noch? Ihr seht es da oben, 977.000. Das heißt, wir haben knapp
bisschen mehr als 300.000 ausgegeben. Ist sogar noch ganz gut. Also ich bin noch ganz gut weggekommen, muss ich ehrlich sagen. Das heißt, für ungefähr 300.000, also ein bisschen mehr als 300.000 kriegt ihr alles, was es einmal gibt, für Tickets. Der Corn Doggo ist natürlich das teuerste. Der kostet 125.000, aber sieht auch cool aus, muss ich sagen. Ist ein Legendary Pet und das ist ganz cool. Also wir konnten uns bis jetzt nur 3 Pets mit Tickets kaufen. Corn Doggo, Kälbchen und Zicklein. Aber ich wollte unbedingt diesen Wagen sehen. Oh, der Wagen sieht cool aus. Dieser Wagen sieht richtig cool aus. Das ist, boah. Also ganz ehrlich, diesen Wagen finde ich richtig stark, Freunde. Den wollte ich sowieso haben, weil ich mag ja so Vintage, so Oldschool-Look. Und der sieht richtig, richtig schick aus, dieser Wagen. Hilfe, sieht der cool aus. Was haben wir denn noch? Wir haben halt die Pets. Dann haben wir hier noch ein paar Accessoires. Die können wir uns ja mal an den Pets anschauen. Hier ist ein Corn Doggo. So. Wie sieht das denn am Corn Doggo aus? Ach, das sind Ohrringe. Ich muss sagen, die Ohrringe sehen sogar ganz cool aus. Sieht sogar ganz cool aus, muss ich ehrlich sagen. Dann haben wir noch hier die Dosen auf dem Kopf. Oh, sieht auch nicht schlecht aus. Sieht auch nicht schlecht aus. Zielscheibe. Wo ist die Zielscheibe? Ah, an der Seite. Da seht ihr es an der Seite von dem Corn Doggo. Okay. Hantel würde dann auf dem Rücken aussehen. Klar, er sieht jetzt ein bisschen vollgepackt aus, aber die Hantel, muss ich sagen, die gefällt mir nicht so. Also bei dem Pad gefällt mir die Hantel, um ehrlich zu sein, nicht. Brezelaugenklappe. Ja, ja, doch, die sieht ganz lustig und süß aus. Peace-Sonnenbrille. Warte, erstmal muss jetzt das Pad wieder... Das Pad muss mal erstmal die ganzen Sachen wegbekommen. So. Oh, die Sonnenbrille sieht cool aus. Die Sonnenbrille sieht cool aus. Zuckerwattenhemd, Hut meine ich. Cool. Zuckerwattenhemd wäre auch cool. Klebrige Ohrringe. Boah, die sind cool. Ey, die sind richtig cool. Vor allem, die gibt es ja in echt als Spielzeuge. Die sind ja richtig cool. Ja, das war's mit Sehen. Was haben wir denn noch? Wir haben hier noch dann Spielzeuge. Okay, der Hund kam wieder weg. Dann haben wir noch Spielzeuge. So, was ist das jetzt? Ah, ich brauche einen Hund, ne? Das ist, glaube ich, ein Wurfspielzeug. Aha, okay, dann holt sie es zurück. Er oder sie. Okay. Dann haben wir hier Plüschpopcorn. Ach, ich dachte beim letzten Mal, man könnte das essen, aber das ist ja nur Plüschpopcorn. Jetzt checke ich das, okay. So. Ringelpropeller. Not bad. Ballonspringstock. Finde ich aber auch schick. Also schick. Ist cool. Schlägerball. Ne, was war das? Schlägerballrassel. Ist eine Rassel. Raschel. Raschel oder Rassel? Raschel. Ja. Ein Kazoo. Ah, cool. Freunde, kennt den Kazoo und wie findet ihr den Kazoo? Glücksrad Frisbee. So, hol mir mal mein Glücksrad. Ja, ist ganz cool. Dann bringt mir das Pet zurück. Ja, und dann habe ich hier noch 5 Stalltoken, aber ja, die muss ich noch einlösen. Ja, Freunde, das war es. Aber ich würde mal sagen, ich gehe mal noch kurz mal das Auto, also die Farbe umändern, weil ich würde mal gerne sehen, in welcher Farbe das Auto noch cool aussehen würde. Also ich könnte mir vorstellen, boah, in welcher Farbe. Jetzt die Frage, das ist ja jetzt pink, das Auto sieht aber auch schick aus. In welcher Farbe könnte das Auto noch cooler aussehen? Hier ist ja Coal. Hey, ich habe keine lackierbaren Fahrzeuge. Was ist das denn? Man kann das nicht lackieren. Ich meine, es sieht in rosa richtig schick aus. Da bin ich euch ganz ehrlich. Es sieht in rosa richtig, richtig schick aus. Aber ich hätte gedacht, dass man das auch noch umfärben kann. Ich meine, in rot wäre das cool. Ich weiß halt nicht. In schwarz, glaube ich, wäre das auch ziemlich stark. Das wäre auch ziemlich gut. Ja. Oh, hier ist noch ein Sticker-Pack. Den muss man nicht auch noch kaufen, aber... Ja, komm, kaufen muss mal eins hier, komm. Öffnen wir es. Ich meine, ich bin jetzt nicht der Sticker-Typ, der das sammelt, aber wir holen uns das einfach mal. Das sind alles seltene Sticker, meine ich. Genau. Also das Auto, muss ich sagen, ist, glaube ich, bis jetzt sogar am coolsten. Von allen gefällt mir das Auto am besten. Also von allem, weil, ey, das sieht so schick aus. Das ist einfach so ein cooles Vintage-Auto. Ey, Mann. Ich wette auch, das Fahrzeug, muss ich euch ehrlich sagen, gerne in Real Life. Also so ist es nicht. Das Auto hätte ich auch gerne in Real Life. Schick ist es ja, ne? Ja, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn in 2 Tagen die letzten Updates endlich kommen, also die neuen Pets, dann werde ich wahrscheinlich wieder auf dem Account gehen und mir die Sachen kaufen.
Vielleicht wird es auch dazu ein Video geben. Ich werde wahrscheinlich mit dem restlichen Geld mir die Corn-Doggos holen, also Minimum 3 oder 4 Mal. Weil, ja, ich habe halt so viel gegrindet, vor allem wegen den Corn-Doggos, weil die kosten 125.000. Und ich sehe es halt nicht ein, Freunde, ich zeige es euch gerne nochmal. Das ist halt, muss ich leider sagen, ein Scam. Ich sehe es halt nicht ein, für 70.000 Tickets 1.250 Robux auszugeben. Das sehe ich einfach nicht ein. Das ist Geldverschwendung. Versteht ihr? Ach ja, Moment, ich kann mir ja hier die Fische auch noch holen. Habe ich voll vergessen. Das machen wir nochmal eben. Okay, orangener Kampffisch, noch einmal. Ja, nochmal orangener. Ja, das Problem ist auch, Freunde, ich habe von den orangenen Kampffischen auch richtig viele, weil ich habe schon, ja, mir richtig viele geholt. Guck mal, es sind nur orangene Kampffische, ich glaub's nicht. Immer noch, hä? Wieso denn nur ein orangefarbener? Ernsthaft? Ernsthaft? Wie blauer Kampffisch, immerhin. Ich habe das jetzt auch... Ich habe es jetzt einfach mal 9 Mal noch gemacht nebenbei. Oh, ich habe den Legendary blauen Kampffisch bekommen. Ist mir nicht mal aufgefallen. Ich habe den Legendary Kampffisch bekommen. Die prozentige Chance, den zu bekommen, ist 5. Rosa Kampffisch 25 und 70% ist es der Kampffisch. Ja, Freunde, das war's hier. Ich habe mir alles gekauft. Jetzt habe ich mir auch noch den Kampffisch geholt, Gott sei Dank. Aber ja, ich sehe es halt nicht ein, Freunde. Sag ich euch ganz ehrlich, für die Pets, nee, für die Tickets Robux auszugeben. Das sehe ich nicht ein. Dann lieber spielen viel. In dem Falle war es sehr, sehr viel. Wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare, wie viel ich gespielt haben muss. Ich weiß es im Kopf, aber ich sag's nicht. Kleine Rechenaufgabe an euch. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch, da abonniert den Kanal und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.